Herzlich willkommen zu unserer Online-Fortbildung mit dem Thema FAQ on Racism, also häufige Fragen zu Rassismus, einem Interview mit Josephine Abraco und zwei Deutschlehrkräften aus den USA, Katja Steen und Susan Feiler. Ich bin Theresa Fuchs, ich bin Expertin für Unterricht am Goethe-Institut Chicago und ich freue mich sehr, dass wir uns diesem Thema Rassismus in Deutschland und wie können wir als Deutschlehrkräfte in den USA damit umgehen, heute widmen und dass wir die häufigen Fragen, vor denen Lehrkräfte hier in den USA stehen, heute loswerden können. Und ich freue mich sehr, dass wir Josephine Abraco als Expertin gewinnen konnten, die uns Antworten gibt. Josephine Abraco ist Expertin für diskriminierte Bildungsarbeit. Sie hat an der Schule und der Humboldt-TC Berlin unterrichtet und auch Artikel, die ich sehr empfehlen kann zu lesen, als Kolumnistin für die Magazine Edition F und Miss Magazin geschrieben. Die beiden Lehrkräfte, die Sie interviewen, sind Susan Feiler, die aktuell Deutsch unterrichtet an der Haight Elementary School hier in Chicago und Katjen, die an der Trier Township High School in Trier, in der Nähe Chicago, unterrichtet. Während des Interviews haben wir die Fragen von Katja und Susan. Aber wenn Sie beim Zuhören auch Fragen haben, sind Sie sehr herzlich eingeladen, die Fragen über die Q&A-Box zu stellen. Und ich werde am Ende dann moderieren und die Fragen an Josephine Abraco richten. Und falls Sie Fragen an Susan Feiler und Katja Steen haben, geht das natürlich auch. Und auch diese Fragen werde ich am Ende stellen. Ich freue mich sehr. Ich bin gespannt. Ja, viel Spaß beim Zuschauen. Ich übergebe das Wort an die Interviewerinnen. Okay, dann beginnen wir doch gleich, Josi, mit der, weiß ich nicht, grundlegendsten Frage. Was verstehst du unter Rassismus? Ich finde es total spannend. Wir hatten ja die Möglichkeit, im Vorhinein so ein bisschen uns zu besprechen, auch und zu überlegen, welche Fragen wir aussuchen. Und der Wortlaut der Frage ist: Was verstehe ich unter Rassismus? Und tatsächlich das Erste, was ich aber mache, wenn ich in Fortbildungen über Rassismus spreche, dass ich immer wieder deutlich mache, es ist nicht mein persönliches Verständnis, sondern ich arbeite mit einem wissenschaftlichen Verständnis. Mir ist total wichtig, das zu differenzieren, weil in Diskussionen, gerade wo ja auch Abwehr sozusagen hervorgerufen wird, insbesondere seitens weißer Menschen, wenn wir also über Rassismus sprechen, mir wichtig ist, deutlich zu machen, es geht hier nicht um mich als Einzelperson, sondern, und das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt, Rassismus ist eine Kollektiverfahrung. Das ist mir wirklich wichtig. Aber wenn ich sozusagen noch mal einen Schritt zurückgehe, um konkret auch auf die Frage einzugehen, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir verstehen, ist, dass Rassismus eben nicht die böse Absicht per se ist, dass es nicht die Einzeltat von einigen bösen Menschen ist, die rassistische Absichten verfolgen, sondern dass Rassismus Teil der gesellschaftlichen Struktur ist. Das heißt, wir alle werden in einer Gesellschaft groß, in der Rassismus ein wesentlicher Bestandteil ist. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie eine Art Tuch und Teil dieses Tuches oder vielleicht ein Faden in diesem Tuch ist eben Rassismus. Das bedeutet, dass Rassismus sich auf vielen unterschiedlichen Ebenen unserer Gesellschaft zeigt. Das heißt, zum einen können wir sehen, dass weiße Menschen bevorzugt werden im Kontext von Rassismus auf der individuellen Ebene. Also wie gehe ich als Person mit anderen Menschen um, zum Beispiel, ist hier wichtig. Wie nehme ich mich selbst auch wahr in unserer Gesellschaft? Wie nehmen andere Menschen mich in unserer Gesellschaft wahr? Ganz wichtig auch, welche Vorstellungen habe ich von der Welt? Wie stelle ich mir die Welt vor? Wie nehme ich mich auch in Bezug auf die Welt wahr? Dann natürlich die institutionelle Ebene, die Ebene von Regeln und Maßnahmen zum Beispiel, eingeschliffene Routinen, Gesetzgebungen. Mir ist hier immer wichtig zu betonen, weil die Frage oft kommt, das sind nicht unbedingt Sachen, die schriftlich festgehalten sind. Das Beispiel, was ich hier gerne anbringe, gerade auch mit Blick auf Deutschland, ist Racial Profiling, weil Racial Profiling in Deutschland explizit verboten ist, per Gesetz sogar. Und trotzdem ist Racial Profiling auf der institutionellen Ebene eine gängige Polizeipraxis. Das heißt, institutionalisierter Rassismus kann also durchaus etwas sein, was theoretisch verboten ist und nirgendwo festgeschrieben ist und trotzdem ein geteiltes Handeln von einer Institution ist oder von mehreren Institutionen. Ich kann hier noch ein anderes Beispiel anbringen, um das zu veranschaulichen. Es gibt zum Beispiel mit Blick auf Deutschland viele Untersuchungen, in denen aufgezeigt wird, dass schwarze Kinder und Kinder of Color bei gleicher Leistung schlechter benotet werden. Und bei gleicher Leistung schlechtere Übergangsempfehlungen, also für weiterführende Schulen bekommen.
Das heißt, wir können hier sehen, dass das nicht etwas ist, was irgendwo festgeschrieben ist, dass diese Praxis so gemacht werden muss. Und trotzdem können wir sehen, dass also die individuelle Ebene, das individuelle Handeln von Lehrkräften Auswirkungen hat auf die institutionelle Ebene, weil es eben nicht eine persönliche eigene Entscheidung ist, sondern etwas, was sozusagen Teil dieses Systems ist. Und dann ganz wesentlich auch die strukturelle Ebene, die im Grunde die institutionelle und die individuelle insofern umfasst, als dass wir hier sozusagen die Auswirkungen wahrnehmen können. Zum einen nämlich die Tatsache, dass die Zugangsvoraussetzungen für BIPOC insgesamt schlechter sind, wenn wir über gesundheitliche Versorgung sprechen, politische Repräsentation zum Beispiel sprechen, wenn wir über den Arbeits- oder Wohnungsmarkt sprechen oder eben auch Bildung. Ich hatte ja gerade das Beispiel. Und gleichzeitig auch, dass wir auf der strukturellen Ebene wahrnehmen können, dass es geteilte Wissensbestände gibt und diese Wissensbestände sich wiederum dann also auswirken auf die individuelle Ebene. Mit Wissensbeständen meine ich zum Beispiel sowas wie, wer gehört in unserer Gesellschaft dazu, was wird als richtig oder falsch verstanden zum Beispiel, was ist normal, was ist vermeintlich die Abweichung. Mit Blick auf Deutschland ist mir hier immer wichtig, einmal deutlich zu machen, dass ganz wesentlich für den deutschen rassistischen Diskurs ist, die Vorstellung, dass nur weiße Menschen deutsch sein können. Das heißt, schwarze Menschen und Menschen of Color machen immer wieder die Erfahrung in Deutschland, dass ihnen abgesprochen wird, deutsch zu sein. Das sind manchmal ganz alltägliche Sachen, die gar nicht mit böser Absicht verbunden sind. Sowas wie die Frage, woher kommst du wirklich? Oder vielleicht auch eine Frage wie, du sprichst aber gut Deutsch, warum sprichst du so gut Deutsch? Und das ist ganz wesentlich für die Art und Weise, wie Rassismus in Deutschland funktioniert. Einmal die Vorstellung von weißen Menschen können deutsch sein. Und der andere Aspekt, der auch bedeutsam ist, ist Sprache. Also die Vorstellung, dass Weiße, dass sozusagen Deutsch kann sozusagen die Person sein, die weiß ist und die auch Deutsch spricht. Wir haben also hier so eine Verknüpfung. Und das hängt ganz wesentlich zusammen mit der deutschen Kolonialzeit. Denn in der deutschen Kolonialzeit beispielsweise hat es eine Gesetzgebung gegeben für zum Beispiel Namibia als geplante Siedlungskolonie von Deutschland, in der festgehalten wurde, dass jede Person, die einen Tropfen schwarzen Blutes hat, und das ist gar nicht so anders als die One-Drop-Rule, die es ja auch in den USA gibt, per se nicht deutsch sein kann. Und diese Vorstellung haben wir bis in die Gegenwart, allerdings wird sie eben mit Staatsbürgerinnenschaft verknüpft, wohingegen das in den USA dann wiederum etwas anders funktioniert im rassistischen Diskurs. Mir ist immer wieder wichtig, um da vielleicht noch kurz drauf einzugehen, dass Rassismus ein System ist, das Menschen voneinander trennt, indem es weiße Menschen privilegiert, also ihnen durch die Benachteiligung von BIPOC einen vergleichsweise einfacheren Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen gibt. Ich habe gerade genannt zum Beispiel gesundheitliche Versorgung, politische Repräsentation und so weiter. Ja, danke. Du hast schon die zweite Frage zu beantwortet. Ich gehe mal weiter zum dritten Frage. So, Vergleich leben von afrikanischen Deutschen und African Americans. So, was sind deiner Meinung nach die größten Unterschiede der Erfahrungen schwarzer Menschen in Deutschland und in den USA heute? Und was ist ähnlich? Also ich kann das natürlich vor allem aus einer deutschen Perspektive sagen, zugegebenerweise. Das heißt, es ist nicht meine gelebte Erfahrung, wenn ich über African American oder schwarze Menschen in den USA spreche. Ich glaube, was aber sicherlich wichtig ist, ist die Tatsache, dass wenn wir über Diskriminierung sprechen, grundsätzlich ist das im Übrigen der Fall, dann wird oft über Minderheiten gesprochen. Und das ist nicht immer hilfreich. Wenn ich zum Beispiel über Sexismus spreche, dann ist ganz klar, dass Sexismus in der Regel keine Minderheitsdiskriminierung ist. Aber wenn wir uns antischwarzen Rassismus in Deutschland anschauen, dann ist das auf jeden Fall der Fall. Denn in Deutschland leben nur ungefähr 1 Million schwarze Menschen. Das ist der eine Teil. Das heißt, zum einen die Tatsache, dass schwarze Menschen vergleichsweise isoliert sind, vergleichsweise auch zum Beispiel isoliert aufwachsen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil der Erfahrung. Das heißt, es gibt vergleichsweise wenig oder wenn auch weniger alltägliche schwarze Communities in Deutschland. Ich denke, das ist ein wesentlicher Unterschied. Das heißt, einen Bezug zu finden zum Selbst, die eigene Identität als positiv wahrzunehmen, die Arbeit, die sozusagen auch damit einhergehen kann, bedeutet, glaube ich, in Deutschland nochmal in Teilen etwas anderes als in den USA. Ich finde es deshalb spannend, weil viele pädagogische Konzepte, in denen, also Empowerment-Konzepte eigentlich für schwarze Kinder und BIPOC-Kinder insgesamt aus den USA übernommen werden. Und ich glaube, das macht auch Sinn. Ich denke da an zum Beispiel sowas wie, oh Gott, ich wollte gerade das Akronym sagen, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie es
hieß es RES, war vergessen. Aber im Grunde geht es da einfach darum, die eigene Identität im Kontext von Rassismus als positiv wahrzunehmen, eigene vielleicht auch kulturelle Praxen überhaupt zu praktizieren im Alltag, vielleicht auch alternative Festivitäten zu feiern und so weiter. Und ich glaube, das ist in Deutschland vergleichsweise schwierig, einfach weil die Communities schlicht und ergreifend mit Blick auf Zahl einfach nochmal anders aufgestellt sind. Ich glaube das. Und dann kommt natürlich auch die Art und Weise, wie Rassismus in Deutschland gewachsen ist, dazu und wie sie in den USA gewachsen ist. Während wir also zwar durchaus sozusagen ein in Teilen ähnliches Moment haben, also durch Kolonialismus, nämlich die Tatsache, dass die USA im Grunde eine Siedlungskolonie ist und Deutschland natürlich durchaus auch Kolonien besessen hat, und zwar auch ziemlich viele. Also Deutschland war zeitweise das drittgrößte Kolonialreich insgesamt. Das heißt, hatte sozusagen das drittgrößte koloniale Territorium. Und trotzdem sozusagen mit Blick auf Versklavung, obwohl zum Beispiel von Preußen aus durchaus Menschen über den Atlantik versklavt worden sind, ist Versklavung trotz alledem nochmal ein anderer Faktor. Das heißt, das macht schon auch nochmal was, denke ich, in der Art und Weise, wie Schwarzsein oder welche Bedeutung Schwarzsein auch in Deutschland hat. Ja. Aber das sind jetzt so zwei spontane Gedanken dazu. Okay, das leitet sehr schön in meine nächste Frage. Du hast eben die Kolonialgeschichte Deutschlands angesprochen und dass Deutschland eine Zeit lang die drittgrößte Kolonialmacht der Welt war. Das haben wir in deinem Antirassismus in der Seminarserie auch schon gelernt, und ich muss beschämend gestehen, dass mir das nicht klar war. Die Frage ist jetzt, da gibt es bestimmt noch andere Dinge, die ähnlich wichtig sind. Was denkst du, sollten unsere Schüler, unsere amerikanischen Schüler, die Deutsch lernen, was ist für die und natürlich für uns Lehrer sowieso grundlegend wichtig zu wissen über die deutsche Vergangenheit, über die deutsche Kolonialgeschichte? Also ich glaube, mit einer der größten Punkte ist, tatsächlich überhaupt anzuerkennen, dass es sie gegeben hat. Ja. Ich sage das natürlich aus einer deutschen Perspektive insofern, als dass die Diskurse darum, dass Deutschland Kolonien hatte, auch in Deutschland vergleichsweise neu sind. Das heißt nicht, dass sozusagen das allen Leuten nicht klar war, aber die Leute, die sich damit beschäftigt haben, auch gerade aus einer kritischen Perspektive, sind einige wenige gewesen. Das sind Leute, die aktivistisch tätig sind. Das sind oft auch Leute, die selber von Rassismus negativ betroffen sind. Das heißt, ich habe 2008 angefangen, Stadtrundgänge zum Thema deutscher Kolonialismus zu machen. Und was ich sehr spannend fand, war, dass gerade zu Beginn Leute oft verwundert darüber waren, dass Deutschland überhaupt Kolonien gehabt hat. Das heißt, das Wissen, dass Deutschland überhaupt involviert war in dieses koloniale Unternehmen, ist selbst in Deutschland keins, was besonders verbreitet ist. Das heißt, die meisten Leute in Deutschland dachten, Deutschland hätte nie Kolonien gehabt. Das ist schon bemerkenswert, finde ich. Das heißt, alleine die Anerkennung darum, dass Deutschland Kolonien gehabt hat, glaube ich, ist ein erster wichtiger Punkt. Ich glaube aber darüber hinaus, was ebenso wichtig ist, ist immer wieder auch darauf zu verweisen, wie viel Widerstand es gegeben hat. Weil was ich sehr stark wahrnehme, ist, dass wenn wir über die deutsche Kolonialgeschichte sprechen, dann geht es sehr leicht, gerade auch mit Blick auf Unterrichtsmaterialien, kann ich das sagen, dass die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, sich zum Beispiel nur auf wirtschaftliche Faktoren beziehen kann. Sowas wie, für Deutschland hat sich das gar nicht gelohnt, das war viel zu teuer und deswegen hat Deutschland sich entschlossen, das nicht zu machen. Das heißt, die Frage ist nicht nur, was sollen sie wissen, sondern die Frage ist auch, wie wollen wir Wissen transportieren? Aus wessen Perspektive wollen wir das machen? Welche Geschichte auch wollen wir erzählen? Weil die Geschichten in Deutschland, die es gibt, also für diejenigen, die wissen, dass es Kolonien gibt, auch schon länger wissen, dass es Kolonien gegeben hat, ist es oft so, dass es so eine sehr romantisierte Vorstellung ist. Sowas wie, das sind Leute, die in die Welt gegangen sind und einfach die Welt entdecken wollen und die Welt erforschen wollten. Dass es aber eine Geschichte der Gewalt ist, ist vielen Leuten überhaupt nicht klar. Ich glaube, der Punkt, der mir aktuell besonders wichtig ist und auch schon länger wichtig ist, ist eine stärkere Verschränkung zwischen der Kolonialzeit und der NS-Zeit. Mir ist es deshalb wichtig, weil ich glaube, dass das in Deutschland, es passiert zunehmend, aber ich finde, es fehlt noch vergleichsweise viel.
Zum Beispiel die Tatsache, dass das erste deutsche Konzentrationslager eben nicht während der NS-Zeit errichtet worden ist, sondern in Namibia. Und auch das tatsächlich eben schon im Grunde ein Vernichtungslager gewesen ist. Und ich finde es deshalb wichtig, nicht um zu sagen, die Kolonialzeit war schlimmer oder weniger schlimm, ich möchte hier überhaupt nicht vergleichen, ich glaube, das ist Unsinn, sondern was ich aufzeigen möchte oder was mir wichtig ist, aufzuzeigen, dass diese Gewaltgeschichten miteinander zusammenhängen, dass sie verbunden sind, allein durch Personen. Beispielsweise Eugen Fischer, der ja also auch während der NS-Zeit viel rassistische Forschung durchgeführt hat, hat es schon im ersten Konzentrationslager in Namibia auch gemacht. Mir ist also wichtig aufzuzeigen, dass diejenigen, die ein Interesse hatten, gerade auch aus einer machtkritischen Perspektive, daran, solche Gewalt zuzulassen, sich an solcher Gewalt zu bereichern, im Grunde sozusagen durch die Zeit ähnliche Menschen gewesen sind. Das sind Menschen gewesen, die auch in Deutschland vergleichsweise privilegiert gewesen sind. Und das finde ich wirklich wichtig, also hier aufzuzeigen, diese Zeiten waren verschränkt und zwar nicht rein ideologisch, das natürlich auch, aber diese Zeiten waren auch durch die Menschen verschränkt, die sowohl in der Kolonialzeit schon tätig waren oder deren sozusagen Großeltern in der Kolonialzeit tätig waren und die dann später in der NS-Zeit eben auch hohe Ränge hatten. Sehr interessant. Dann gehe ich jetzt mal weiter zu mehr quasi Vokabelfragen. Wir unterrichten eine Sprache und wir müssen uns überlegen, sehr genau überlegen, welche Worte wir benutzen und welche Worte wir unseren Schülern beibringen. In dem Zusammenhang von Rassismus steht natürlich das Wort Race oder Rasse im Mittelpunkt oder ist ein zentrales Wort. Aber das Wort Rasse hat im Deutschen ganz andere oder andere Konnotationen als das Wort Race auf Englisch. Also die Frage an dich, wie würdest du das machen? Würdest du im DAF-Unterricht das englische Wort Race benutzen oder Rasse? Mhm. Weder noch. Wahrscheinlich weder noch. Ich finde es ganz spannend. Ich habe gerade einen Beitrag für ein Buch geschrieben und im Titel kommt der Begriff Interracial vor. Und ich fand es total spannend, weil da geht es sehr stark um Beziehungen und so weiter. Aber ich fand es total spannend, weil ich weiß gar nicht, ob ich tatsächlich glaube, dass die Bedeutung von Race so anders ist als die Bedeutung von Rasse im Deutschen. Mhm. Natürlich ist die Bedeutung im Deutschen sehr stark belegt durch die NS-Zeit, wo dieser Begriff sozusagen ja wieder und wieder verwendet worden ist, sehr stark natürlich, also was heißt sehr stark, aber sehr stark auch für propagandistische Zwecke verwendet worden ist. Deswegen kann ich sehr gut verstehen, die Angst davor, diesen Begriff in Deutschland zu verwenden, obwohl ich glaube, dass aus einer kritischen Perspektive wir diesen Begriff eben zwischenzeitlich auch brauchen, um ihn sozusagen zu dekonstruieren, um ihn klein zu hacken, in seine kleinen Teile auseinanderzunehmen und die ganzen kleinen Teile auch anzuschauen. Aber ich würde behaupten, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich beziehe mich nochmal auf die One-Drop-Rule, wenn ich an die zum Beispiel denke, die es für Deutschland gegeben hat, über die aber nie gesprochen wird und die es aber natürlich für die USA auch gegeben hat, und das finde ich ganz spannend, da gab es ja durchaus auch Gerichtsfälle zum Beispiel einer schwarzen Person, die gesagt hat, so, ich möchte aber gerne, dass in meinem Status, in meinem Pass weiß vermerkt wird, die also versucht hat, dagegen vorzugehen. Und dann hieß es, ja, aber du musst so und so viel Prozent irgendwie weiß sein, um tatsächlich weiß zu sein, was ja aus biologischer Perspektive wirklich totaler Quatsch ist. Würde ich sagen, ich glaube nicht, dass Race im Alltag für Menschen tatsächlich so eine komplett andere Konnotation hat. Also als soziale Konstruktion. Ich würde sagen, ich behaupte das. Ich habe dazu keine Wirkungsforschung gemacht und nichts, aber ich würde sagen, dass wahrscheinlich der größere Teil von Menschen, die den Begriff verwenden, ihn nicht als soziale Konstruktion verwenden. Das ist so meine Unterstellung. Deswegen ist mir immer total wichtig, nicht so sehr auf dieses Konzept einzugehen, sondern stärker noch auf Rassismus einzugehen. Weil das ist sozusagen die Basis von der Vorstellung, dass es überhaupt vermeintlich unterschiedliche Menschenrassen gibt. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich finde es total spannend, weil in Deutschland aktuell, das sehe ich so, gerade bei Leuten, die auch aktivistisch arbeiten, oft auch Begriffe aus den USA verwendet werden. Also zum Beispiel multiracial. Und ich frage mich dann immer, ja, aber es ist das, was wir wirklich eigentlich sagen wollen. Weil multiracial für mich impliziert immer auch, dass es sozusagen, oder mixed race zum Beispiel, dass es pure races gibt, die sich dann miteinander vermischen. Und genau davon will ich wegkommen, sondern ich möchte eben hinter dieses Konzept schauen. Deswegen versuche ich immer, und das ist
kompliziert ohne Ende, zugegebenermaßen, aber ich versuche immer sozusagen auf die Wurzel dieser Problematik, die Wurzel auch des Konzepts von Race einzugehen. Genau, aber was ich daran übrigens einen schönen Moment finde, gerade auch für den Sprachunterricht, ist aufzuzeigen, wie kompliziert Sprache ist. Also ich finde das wirklich auch einen schönen Moment im Sinne von, Sprache ist eben nicht neutral, es ist nichts, was einfach sozusagen leblos da ist und wir verwenden es, um es irgendwie zu benutzen. Sonst würden wir uns ja zum Beispiel, also das ist jetzt so ein sehr anderes Beispiel, ne? Aber Streits würden viel einfacher funktionieren, wenn wir immer alle genau das Gleiche meinen würden. Aber es ist eben nicht so und das ist genau dieser interessante Moment, finde ich, wo wir eben gucken müssen, aber was möchte ich sagen, was ist meine Perspektive, und meine ist eine rassismuskritische, und ich frage mich immer wieder, wie kann ich genau den Punkt machen, den ich machen möchte, für den es aber oft keine Worte gibt in einer Sprache, die ja auch durchzogen ist von Macht. Sehr spannend. Problem nicht aufgelöst, aber ich habe die nächste Frage. Auf Deutsch wird häufig der englische Begriff POC, so People of Color, benutzt. Wenn Schülerinnen in Deutschland das verwenden, verstehen Sie das alle? Welche anderen Bezeichnungen sind gängig und welche sind beleidigend und sollten vermieden werden? Ja, im deutschen Zusammenhang wird vor allem von Leuten, die rassismuskritisch sein wollen, die vielleicht auch aktivistisch arbeiten, der Begriff POC verwendet, oder auch BIPOC wird zunehmend verwendet. Oftmals wird es von Leuten kritisiert, so nach dem Motto, wir brauchen auf jeden Fall einen deutschsprachigen Begriff dafür, oder also gibt es nicht irgendwie eine Vereinfachung dafür. Ich denke mir immer, naja, Vereinfachungen brauchen wir nicht, die Welt ist kompliziert. Also daran hängt es am Ende nicht, finde ich. Aber natürlich ist es schon so, und das ist mir auch wichtig insgesamt zu Selbstbezeichnungen. Selbstbezeichnungen entstehen natürlich zum einen, und auch die Verwendung von Menschen, also die Verwendung, dass Menschen Selbstbezeichnungen überhaupt erst auf sich beziehen, hat natürlich damit zu tun, dass sie ihre Perspektive auf etwas oder eine konkrete Perspektive überhaupt erst einnehmen auf etwas. Das heißt natürlich, nicht alle Menschen, die unter dem Begriff POC fallen könnten oder BIPOC fallen könnten, bezeichnen sich mit diesem Begriff auch selbst. Ich weiß nicht, ob das in sich eine Problematik ist. Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht. Das bedeutet nämlich auch, dass es darüber hinaus viele Selbstbezeichnungen gibt. Und trotzdem finde ich den Begriff aber ein Angebot, wenn ich sagen möchte, okay, mir ist wichtig, etwas rassismuskritisch zu reflektieren in meiner Sprache. Ich glaube, dafür eignet sich der Begriff. Aber natürlich gibt es viele Selbstbezeichnungen darüber hinaus, die deutlich spezifischer sind als POC. Also wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, keine Ahnung, wenn eine Person eine bestimmte Erfahrung macht, zum Beispiel Tamil Elam ist oder so, dann ist das nochmal viel spezifischer als POC. Ich glaube aber, das ist kein Entweder-Oder, sondern wenn ich etwas bezeichnen möchte und dabei ich sozusagen, wenn das das Spezifischste ist und es mir vor allem darum geht, aufzuzeigen, okay, es geht hier um etwas Rassismuskritisches, dann bietet sich das an. Was mir auch immer ein gutes Beispiel erscheint, gerade mit Blick auf Selbstbezeichnungen, ist das Buch Farbe bekennen, das unter anderem eben von Maya Yim und auch Katharina Ogontoye herausgegeben worden ist. Und in diesem Buch wird erstmals im Jahr 1986 der Begriff Afrodeutsch verwendet, der im Übrigen auch sehr stark ja eine Anlehnung aus African American kommt. Nämlich zu dem Zeitpunkt war Audre Lorde in Berlin und hatte auch eine Gastprofessur an der Freien Universität in Berlin und hat eben hier sehr stark auch darauf geachtet, dass es Safer Spaces gab, und hat eben sehr stark auch dazu ermutigt zu sagen, schreibt euch in die Geschichte ein. Und eines sozusagen von diesen Momenten des Sich-Einschreibens in die Geschichte ist, würde ich sagen, auf jeden Fall auch Farbe bekennen. Und ich finde, was aber der Begriff sehr stark deutlich macht, ist die Tatsache, dass es vergleichsweise neu ist, dass es überhaupt Selbstbezeichnungen für schwarze Menschen gibt. Das heißt, es gibt super viele Bezeichnungen, die im Übrigen bis in die Gegenwart verwendet werden. Also ich denke an sowas wie farbig zum Beispiel, die eben keine Selbstbezeichnungen sind. Und das finde ich wirklich wichtig, also das auch immer wieder aufzuzeigen, dass Selbstbezeichnungen vergleichsweise neu sind, dass es bedeutet, dass überhaupt Menschen da sind, die sich auch in einem breiteren Diskurs überhaupt Gehör verschaffen können. Das finde ich ein sehr, sehr wichtiges Moment. Darüber hinaus versuche ich eigentlich immer so ein bisschen vorsichtig zu sein mit mach das und mach das nicht. Und zwar aus einem einfachen, oder aus eigentlich aus zwei einfachen Gründen. Zum einen, weil ich glaube,
dass es wichtig ist, wegzukommen von diesem, das ist richtig und das ist falsch, das ist verboten und das ist nicht verboten. Ich glaube, dieses dichotome Denken funktioniert nicht, sondern es gibt kein Verbot. Es ist meine persönliche Entscheidung. Das bedeutet im Kontext unserer Gesellschaft auch, ich muss mich immer wieder an die Arbeit machen und mir dieses Wissen auch zusammensammeln. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und dann aber natürlich auch die Tatsache, dass Bezeichnungen sich verändern. Also, und da auch offen dafür zu sein, am Ball zu bleiben und zu sagen, okay, Rassismus verändert sich mit der Gesellschaft und deswegen muss ich immer wieder auch dabei sein und verstehen, okay, welche Bezeichnungen sind vielleicht jetzt rassistisch, die ich vorher gar nicht kannte. Genau. Bei uns in den USA gibt es Black Lives Matter und andere antirassistische Organisationen. Welche Widerstandsorganisationen gibt es in Deutschland oder in Europa überhaupt? Ja, also mit Blick auf antischwarzen Rassismus, weil wir ja hier sehr stark auch über antischwarzen Rassismus sprechen, fällt mir natürlich mit Blick auf Deutschland die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland ein, ISD, die es auch seit der Mitte der 80er Jahre offiziell gibt. Vielleicht ganz kurz eine Sache, die ich ganz schön finde, ist, es gibt in der Regel jetzt gerade natürlich pandemiebedingt nicht, aber es gibt Bundestreffen, das heißt, schwarze Menschen aus ganz Deutschland kommen zusammen und haben eben ein jährliches Wochenende, das sie zusammen verbringen mit Workshops und so weiter. Mhm. Genau, und die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland macht sehr viele, sehr unterschiedliche Sachen. Darüber hinaus fällt mir natürlich noch ADEFRA ein. ADEFRA ist gerade auch spezifisch sozusagen mit Blick auf Frauen zum Beispiel gegründet worden. Das heißt, wir haben hier auch nochmal die Intersektion von Sexismus und Rassismus, die natürlich irgendwie auch aufgegriffen wird. Es gibt ein paar, aber das ist jetzt natürlich sehr stark sozusagen mit Blick auf antischwarzen Rassismus. Es gibt darüber hinaus, ich denke immer wieder an, wie heißen sie denn? Ich habe euch das Glossar von Neue Deutsche MedienmacherInnen zum Beispiel geschickt. Also es gibt ganz viele Initiativen, die sehr viele, sehr unterschiedliche Sachen machen. Und das ist mir auch wichtig, einfach weil das auch wieder aufzeigt, es gibt viele unterschiedliche Formen von Rassismus, die auch gerade mit Blick auf Deutschland bedeutsam sind. Also dazu gehört natürlich antischwarzer Rassismus, das zeigen die Initiativen ja auf. Aber dazu gehört zum Beispiel auch Rassismus gegen Sintisi und Romnia beispielsweise. Dazu gehört antimuslimischer Rassismus. Also wir haben hier natürlich auch anti-asiatischen Rassismus. Das heißt, wir haben diese unterschiedlichen Formen von Rassismus und es gibt viele unterschiedliche Organisationen, die sich eben dafür einsetzen. Vielleicht eine Organisation, die ich gerne noch kurz ansprechen würde oder eine Initiative, die ich gerne ansprechen würde, ist die Bildungsinitiative Ferhat Unver. Einfach aus einem einfachen Grund, und zwar die Tatsache, dass nach dem Terroranschlag in Hanau, die Mutter von ihm eine Bildungsinitiative gegründet hat. Und das ist mir wichtig, einfach kurz zu erwähnen, weil das natürlich auch etwas ist, das sehr aktuell in Deutschland passiert ist und das in Deutschland sehr stark sozusagen fällt unter vermeintliche Einzelfälle. Aber dass Deutschland ein insgesamt großes Problem mit Rassismus hat, sowohl auf der Ebene der Polizei, in Teilen natürlich anderer Art und Weise als in den USA, wäre mir schon wichtig, noch kurz zu benennen. Gut, danke schön. Das ist alles super interessant, Josi. Ich mache jetzt einen Schwenk zum Unterricht. Mhm. Ich unterrichte Anfänger. Wir machen in Deutsch 1 und Deutsch 2 kein Kapitel zum Thema Rassismus. Das können die noch nicht. Wie kann ich trotzdem meinen Unterricht Rassismus kritischer und diverser gestalten und auch natürlich im Hinblick auf die Schüler, die POC-Schüler. Wir haben wenige an Nutrier, aber einige gibt es. Und das macht es vielleicht sogar noch wichtiger, den Schwerpunkt darauf zu legen. Hast du da Tipps? Ich finde das eine total gute Frage, weil ich finde, dass wir auch so ein bisschen wegkommen von, was ist sozusagen, an welchen Themen muss ich das festmachen, welche Begriffe sozusagen verwende ich und welche nicht. Ich finde es deshalb so wichtig, weil es auch nochmal aufzeigt, dass rassismuskritischer Unterricht eigentlich unabhängig gestaltet werden kann vom Thema. Das ist mir wirklich so ein wichtiger Punkt, weil oftmals wird davon ausgegangen, okay, da muss ich Kolonialismus behandeln, dann muss ich die NS-Zeit behandeln und dann habe ich rassismuskritischen Unterricht gemacht. Aber genauso funktioniert es nicht. Das kann funktionieren, aber es ist sozusagen nicht
nicht der Start oder der Endpunkt. Rassismuskritischer Unterricht bedeutet erstmal nichts anderes, als dass die Lehrkraft zum Ziel hat, den Unterricht rassismuskritisch zu gestalten. Das kann im Mathematikunterricht der Fall sein, das kann im Geografieunterricht der Fall sein, das kann im Biologieunterricht der Fall sein. Das heißt, die Frage ist hier auch ganz wesentlich, wie gestalte ich den Unterricht? Wer wird repräsentiert zum Beispiel? Also welche Kinder kommen oder welche SchülerInnen kommen auch vor in meinen Deutschlehrwerken? Ich kenne einige Deutschlehrwerke, die gerade auch für Deutsch als Fremdsprache im Ausland verwendet werden, die wirklich wenig divers sind. Also ich habe eine Lehrwerksanalyse gemacht beispielsweise und da, also es ist ganz unterschiedlich, teilweise werden zwar BIPOC-Kinder abgebildet, aber sie werden inhaltlich nirgends aufgegriffen. Das heißt, das, was ich eingangs so ein bisschen angesprochen hatte, dieses, dass Deutschland eine weiße Nation ist, wird da sehr stark auch reproduziert. Es wird im Übrigen auch sehr stark reproduziert, dass Menschen in Deutschland finanziell gut ausgestattet sind. Also Hobbys ist dann sowas wie Reiten, Tennis spielen, irgendwie ein Musikinstrument lernen. Die Kinderzimmer, die abgebildet sind, sind große Kinderzimmer in Altbauwohnungen. Das ist natürlich nicht die Realität für alle Leute. Also das Bild sozusagen, was hier nach außen im Grunde repräsentiert wird von Deutschland, ich glaube, das ist ein guter Einstieg, um rassismuskritisch den Unterricht zu gestalten und da zu gucken, welche Menschen leben denn eigentlich wirklich in Deutschland? Was zum Beispiel für Feste werden da noch gefeiert, außer sozusagen die gängigen christlichen Feste? Also ich glaube, hier in das Deutschlandbild sozusagen reinzugrätschen und das so ein bisschen kaputt zu machen, oder nicht kaputt zu machen, sondern eigentlich in seiner tatsächlichen Komplexität zu zeigen, ich glaube, das trifft es fast besser. Ich glaube, das ist ein guter Einstiegspunkt. Und dann, glaube ich, ist es natürlich einfach auch wichtig, immer wieder zu gucken, wie spreche ich eigentlich? Also benutze ich einfach konsequent Selbstbezeichnung. Und ich glaube, das ist total wichtig. Also ich glaube, es muss gar nicht unbedingt das Thema an sich sein, sondern ich glaube, ganz wichtig ist, mal abgesehen vom Thema, die Haltung der Lehrperson. Wie nehme ich auch Lehre insgesamt wahr? Also gehe ich davon aus, dass ich sozusagen vor einer Klasse stehe, an SchülerInnen, die eigentlich gar nichts wissen, die sozusagen komplett gefüllt werden müssen. Ich würde sagen, nein, wahrscheinlich nicht, sondern es gibt ja einen Bezug. Und welche Möglichkeiten habe ich also aus einer rassismuskritischen Perspektive, diese Bezüge herzustellen und gleichzeitig aber auch BIPOC als ganz normale Menschen im Alltag in Deutschland zu repräsentieren. Und zwar nicht nur in Zusammenhängen mit Kriminalität und im Übrigen auch nicht nur in Zusammenhängen mit Rassismus, das finde ich auch so wichtig. Also dass BIPOC nicht immer nur dann vorkommen, wenn Rassismus thematisiert wird, sondern wenn es darum geht, irgendwie Lisa hat ihren ersten Schultag zum Beispiel und Lisa ist ein schwarzes Mädchen. Also ich glaube, das ist total wichtig, hier eine Normalität stattfinden zu lassen. Ja, danke schön. Ich habe eben im Chat schon die Frage gesehen und springe deswegen einfach und frage dich jetzt, hast du Empfehlungen? Hast du in deiner Lehrwerksanalyse Lehrwerke gesehen, die du empfehlen kannst? Ich sage das nur sehr ungern, bisher noch nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, ich glaube, also das Problem ist ja größer als die Lehrwerke an sich, sondern das Problem hängt natürlich auch mit den Lehrplänen zusammen zum Beispiel. Also was soll überhaupt unterrichtet werden? Also das Problem ist natürlich deutlich größer als die Lehrwerke an sich. Welche Menschen schreiben diese Unterrichtsmaterialien zum Beispiel? Das ist in der Regel auch nicht besonders divers. Also hier treffen sozusagen ganz viele unterschiedliche Faktoren aufeinander im Grunde. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Aber die gute Nachricht ist ja, dass wir am Ende eine Nachbereitung fertig machen. Und da sind auf jeden Fall von Initiativen auch zumindest Übungen verlinkt. Die Erfahrung allerdings, die ich gemacht habe, gerade auch in der Fortbildungsreihe mit euch, ist, dass natürlich die Aufgabe, das wiederum anzupassen und zu überlegen, okay, wie kann das für uns passen, ist relativ hoch. Also, dass ihr das nochmal sozusagen gucken müsst. Aber ich glaube, das ist zumindest schon mal ein Einstiegspunkt, um zu gucken, was könnte das für eine Übung sein. Und das muss nicht immer kompliziert sein. Also, das kann zum Beispiel eine Übung zum Thema Kolonialismus, die ich viel gemacht habe, ist sowas wie, dass SchülerInnen einschätzen sollten, zum Beispiel sowas wie, ist Kolonialismus vielen Menschen oder wissen viele Menschen in Deutschland, dass es deutschen Kolonialismus gab, wenig oder mittel und dann sollen sich die SchülerInnen selber zuordnen. Aber das können wir aus einer rassismuskritischen Perspektive machen, ohne Kolonialismus zum Beispiel zu aufzugreifen, sondern wir können auch sowas machen wie, leben viele BIPOC in Deutschland? Ja, nein, vielleicht. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten sozusagen, das zu vereinfachen und abzuwandeln. Mhm.
Okay. Danke, ich gehe mal weiter. So, wenn ich Poster, Filme, Blogartikel von Black Lives Matter Deutschland anschaue und überlege, sie im Unterricht einzusetzen, fällt mir auf, dass sehr viele Begriffe Englisch sind. Wie kann ich im Deutschunterricht damit umgehen? Kann ich sie einfach übersetzen oder gibt es da inhaltliche Unterschiede zu beachten? Also meistens werden die Begriffe nicht übersetzt, weil es nicht einfach ist. Zum Beispiel der Begriff POC, wenn ich den ins Deutsche übersetzen würde, würde ich eine rassistische Fremdbezeichnung wahrscheinlich verwenden oder brauchen. Und das ist mit einer der Gründe, warum es oft nicht übersetzt wird. Das ist der eine Punkt. Ich glaube, der andere Punkt ist, dass es natürlich auch Konzepte sind, die bestimmte Bezugsrahmen haben. Wenn ich jetzt den Begriff, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem, weil wir den schon aufgegriffen haben, aber wenn ich den Begriff POC zum Beispiel verwende, dann ist das ja ein Begriff, der aus einem ganz bestimmten Kontext kommt, nämlich der Bürgerinnenrechtsbewegung in den USA. Mhm. Und ich glaube, da ist es total wichtig, die Begriffe so ein bisschen zu verstehen wie Eigennamen, die ich auch nicht unbedingt übersetzen kann. Ich finde das tatsächlich auch völlig in Ordnung, weil nämlich hier nochmal wirklich deutlich wird, wie schwierig das ist, in Deutschland über Rassismus zu sprechen. Ich finde, das wird nochmal deutlich, dieser Aspekt, den ich eingangs eingebracht hatte, nämlich in Deutschland leben vergleichsweise wenig zum Beispiel schwarze Menschen. Die Tatsache, dass es vergleichsweise wenig mediale zum Beispiel Repräsentanz gibt, vergleichsweise wenig politische Repräsentanz gibt und so weiter. Also ich glaube, das lässt sich gut auch nochmal daran aufzeigen, dass zum Beispiel es in Deutschland eine vergleichsweise kleine Rassismusforschung gibt, dass wenn es Rassismusforschung gibt oder sowas wie Black Studies, gab es mal einen Versuch an der Uni Bremen, sowas zu starten. Und es war eine weiße Professorin, die das starten wollte. Und da haben sich viele Leute beschwert darüber, dass das für schwarze Menschen in Deutschland gar nicht möglich wäre, Black Studies zu starten. Also es zeigt einfach nochmal auf, wie groß sozusagen diese Herausforderung ist. Und ich finde, das ist in Ordnung, das zu thematisieren. Also oft lässt es sich nicht übersetzen. Danke. Gerne. Okay, meine nächste Frage, Josie, geht wahrscheinlich eher an höhere Deutschniveau-Schüler oder so. Und zwar geht es um den Begriff der Rassifizierung, den Alice Hasters in ihrem Buch »Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten« benutzt. Und die Frage ist, gibt es Lehrwerke oder Materialien, von denen du weißt, für den DAF-Unterricht, mithilfe derer man diesen Begriff oder Prozess der Rassifizierung erklären kann? Und vielleicht kannst du auf diesen Begriff selbst auch nochmal eingehen. Ja, also Lehrwerke kenne ich tatsächlich nicht. Es tut mir leid. Frag mich nicht nach Lehrwerken, ich kann meistens nicht so viel Gutes berichten, sagen wir mal so. Rassifizierung, ich finde es ganz spannend, weil ich merke, dass der Begriff zunehmend verwendet wird. Ich habe oft das Gefühl, das ist ein bisschen Geschmackssache und ich muss auch dazu sagen, ich habe Afrika-Wissenschaften und Gender Studies studiert, das heißt, das ist auch so ein bisschen mit Blick auf meinen akademischen Werdegang so ein bisschen mein Thema. Und ich habe den Begriff immer sehr stark verstanden, als wenn ich es ins Englische übersetzen würde, dann wäre es sowas wie Making Race. Also es ist sozusagen der Prozess, der im Alltag immer und immer wieder stattfindet, mit dem Menschen rassistische Zuschreibungen gemacht werden, mit denen sie kategorisiert werden. Und ich finde es ganz spannend, weil der Begriff wird aktuell vor allem verwendet als BIPOC werden rassifiziert, also BIPOC werden als Gruppe hergestellt. Und ich glaube, das stimmt auch. Allerdings würde ich den Begriff Rassifizierung eher so verstehen, dass er eigentlich auf alle zutrifft. Also natürlich rassifizieren sich weiße Menschen auch selbst. Nur weiße Menschen nehmen sich in der Regel nicht als Race wahr. Ich habe oft das Gefühl, dass das mit einer der Gründe ist, warum allein die Aussage zu sagen, naja, aber du bist eine weiße Person, schon als Angriff wahrgenommen wird, als wären sozusagen BIPOC sind alles Menschen, die irgendwie in Anführungszeichen Rassen sind. Und weiße Menschen stehen aber sozusagen so ein bisschen darüber, ist so ein bisschen mein Eindruck zumindest. Also tatsächlich ist dieser Herstellungsprozess von diesen Kategorien, würde ich als Rassifizierung beschreiben. Eigentlich was Einfaches, aber im Deutschen gibt es immer einen komplizierten Begriff, um etwas zu beschreiben. Dankeschön. So, was sind Best-of-authentischen Filmen, Literatur,
Musik von Afrodeutschen. Mhm. Musik gibt's, das ist lustig, ich habe mich gestern mit einer Freundin im Auto drüber unterhalten, dass es inzwischen echt viel, und zwar, ich muss es kurz sagen, und zwar haben wir gestern kurz darüber gesprochen, dass wir das so schräg finden, weil wir natürlich viel mit englischsprachiger Musik aufwachsen, dass ich mir dachte, ich dachte mir als Kind immer, es muss doch für Menschen in den USA sein, als würden die Schlager, weil ja alles sozusagen auch, und nicht alles, aber vieles natürlich auf Englisch ist, und inzwischen ist es so, dass es im Deutschsprachigen echt viel Rap, R&B gibt von schwarzen Menschen und Menschen of Color. Das ist gefühlt vergleichsweise neu. Also ich würde sagen, so seit den Mitte der 2010er Jahre ist, finde ich, mehr passiert. Es ist nicht, dass es vorher nichts gab, aber es ist vergleichsweise viel passiert. Dann gibt es natürlich echt viele, viele Podcasts. Wir haben gestern so ein bisschen, das muss ich kurz noch dazu sagen, wir haben gestern so ein bisschen überlegt, wie die Namen von den Leuten sind, aber sonst bin ich bei Musik echt extra schlecht. Ich gucke aber gerne nochmal nach, das ist kein Problem. Ich habe immer so Musiklisten und da finde ich auf jeden Fall was. Aber wenn ich jetzt so aus dem Stegreif sagen muss. Das erinnert mich, wenn dein Kind Teenager ist. Ja. Ich kann das so bei Leuten, die ich so immer wieder höre, kann ich das. Aber wenn das so einzelne Lieder sind, dann bin ich schnell verloren. Genau, aber es gibt natürlich echt viele gute Podcasts. Also da fällt mir zum Beispiel der ein, weil wir gerade schon bei Alice Hasters waren, Feuer und Brot zum Beispiel. Den macht Alice mit ihrer besten Freundin zusammen. Da wird natürlich auch Rassismus thematisiert. Dann ein Podcast, den ich ganz gerne noch mag, ist der BBQ Black, Brown, Queer Podcast zum Beispiel. Oh, ich muss gerade überlegen, ich habe so eine lange Podcast-Liste. Was höre ich denn noch gerne? Ich gucke nochmal nach, weil wir ja auch eine Nachbereitung machen. Da gucke ich echt gerne nochmal nach. Bei Filmen finde ich es tatsächlich relativ schwer. Also alle Leute, die ich kenne, die gerne Filme gucken, könnten eigentlich immer weinen, weil deutsches Fernsehen und deutsche Filme sind in der Regel wirklich wirklich unterirdisch. Eigentlich, also Katja, du nickst auch. Ich glaube, du erkennst dich wieder in dem, was ich sage. Es ist wirklich, ich weiß auch nicht, was da los ist. Wenn ich meine Teenager, Nichten und Neffen frage, die in Deutschland leben, die sagen auch, wir gucken amerikanisches Fernsehen. Ja, oder britische Serien oder französische Sachen oder irgendwie eigentlich sehr viel, also eigentlich alles koreanische Sachen voll gerne. Aber deutsches Fernsehen ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Und ich finde es schade, weil es kam gerade eine neue Serie raus. Wie heißt die denn nochmal? Da ist eine schwarze Person in der Hauptrolle. Ja. Und es geht so um schwules Leben in Berlin im Grunde. Mhm. Aber es ist so sehr, also es ist schon sehr so klischeebehaftet und so. Teilweise könnte es inhaltlich eine Serie aus den 90er Jahren sein. Es ist irgendwie gemein, dass ich für mich schlecht, dass ich sage, weil ich mich eigentlich freue, dass es eine Serie gibt, aber es ist irgendwie auch. Ja, nun ja, wenn man sie vom sprachlichen Standpunkt betrachtet, dann hat es immer noch den Pluspunkt, dass man die Sprache dabei lernen kann. Ja, fair enough. Ja, vielleicht ja, das ist das. Okay. Und ich wollte nur noch einmal sagen, ich glaube, das wurde im Chat auch schon gesagt, deine Tipps und Ideen und Podcast-Ideen und so, die werden wir alle mit sammeln, richtig? Und in unsere und online stellen. Ja, auf jeden Fall. Das hier, da muss jetzt keiner panisch mitschreiben. Könnt ihr auch. Okay, ich glaube dann, Theresa, sind wir am Ende unserer Fragenliste. Okay, wunderbar. Ihr beiden dürft natürlich auch, wenn euch jetzt noch Fragen kamen, noch welche stellen. Meldet euch einfach. Ich fand es absolut spannend zuzuhören. Vielen, vielen Dank. Und wir haben einige Fragen aus dem Publikum bekommen, die ich jetzt an euch und so wie ich das sehe, vor allem an Josi richten werde. Aber bitte, Susan, Katja, wenn ihr was zu ergänzen habt, bringt euch ein. Die erste Frage ist, wie ist es mit den Begriffen Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit Migrationsgeschichte? Welcher Begriff wird verwendet? Mhm. Also ich finde den Begriff Menschen mit Migration, ich finde eigentlich beide nicht besonders hilfreich, weil im Grunde werden sie bezogen auf BIPOC, ohne das aber klar zu machen. Weil
vergleichsweise selten oder sagen wir es mal so, richtigerweise könnte man diesen Begriff natürlich auch auf weiße Menschen beziehen, die irgendwie VorfahrInnen aus Russland haben oder was weiß ich was. Es wurde aber nicht gemacht, sondern der Begriff wurde in aller Regel für BIPOC verwendet. Und dann ist vielleicht die einfachere Variante, tatsächlich über BIPOC zu sprechen oder über schwarze Menschen spezifischer oder über wen auch immer wir eben sprechen wollen. Deswegen finde ich den Begriff eigentlich immer eher verschleiernd, weil nämlich hier sehr stark eigentlich das festgemacht wird an der Äußerlichkeit, wie es eben unter anderem, nicht ausschließlich, aber wie es eben viele auch in rassistischen Diskursen stattfindet. Und deswegen ist es oft, habe ich den Eindruck, so ein vergleichsweise bequemer Begriff, den Leute gerne nehmen. Und wenn ich einmal kurz einhaken darf, ist ich habe den Eindruck, dass der Begriff manchmal benutzt wird, um zu vermeiden, Flüchtlinge zu sagen oder Asylanten oder so. Würdest du sagen, dass da Menschen mit Migrationshintergrund, Geschichte ein besserer Begriff ist als die beiden? Ja, also die Begriffe beide finde ich problematisch auf jeden Fall. Und trotzdem glaube ich, ist aber die Frage, was will ich eigentlich sagen? Also ich glaube, das ist der Fokus. Ich glaube, der Begriff Menschen mit Migrationshintergrund löst so ein bisschen den Begriff Ausländer ab. Und ich glaube, und das ist auch ein problematischer Begriff, weil auch hier in der Regel BIPOC gemeint sind. Also hier geht es nicht in der Regel nicht um Staatsbürgerinnenschaft. Das ist wirklich wichtig. Ja. Von daher ist das nicht besonders hilfreich. Die Begriffe, die ich kenne, ist zum Beispiel sowas wie Menschen mit Fluchterfahrung, Menschen mit Fluchtgeschichte. Also da gibt es sozusagen nochmal Varianten, wenn es tatsächlich um Flucht geht, dann finde ich, macht das Sinn, das tatsächlich auch konkret anzusprechen, weil Migration ist ja schon sehr groß, ne? Und Flucht und Migration sind auch nicht per se deckungsgleich, würde ich behaupten. Deswegen glaube ich, ist wirklich immer wichtig, dass wir uns fragen, was möchte ich eigentlich sagen? Also wofür brauche ich auch den Begriff? Weil ich habe oft den Eindruck, auch rassismuskritische oder beziehungsweise Selbstbezeichnungen werden in Zusammenhängen verwendet, wo sie überhaupt nicht notwendig sind. Also dann wird zum Beispiel über eine Person geschrieben, sowas wie BIPOC-Intellektuelle. Aber da ist es total irrelevant, da hätte auch einfach nur stehen können, Intellektuelle oder Kuratorin oder Aktivistin oder was weiß ich was. Also ich glaube, die Frage ist immer, wann brauchen wir es und wann brauchen wir es nicht? Geht es explizit, wollen wir diesen Bezug zum Thema Rassismus herstellen, wollen wir sozusagen eine kritische Perspektive darauf einnehmen und so weiter, dann macht das Sinn. Ansonsten habe ich den Eindruck, wird es auch oft verwendet, wenn es gar keinen Sinn macht. Dankeschön. Wir haben im Chat gerade auch noch zwei weitere Begriffe bekommen. Ich würde dich gerade bitten, die auch noch für uns einzuordnen. Danke. Und zwar die Begriffe Aussiedler, und ich mache mal AussiedlerInnen daraus und SpätaussiedlerInnen. Kannst du die für uns einordnen und einschätzen? Ah ja, ich sehe es da. Oh, so viele Nachrichten, noch ein anderer Chat. Ja, soweit ich das weiß, und ich muss ehrlich sagen, in dem Sattel dieser Geschichte sitze ich tatsächlich nicht so tief drin, aber das bezieht sich ja oft sehr stark auf die NS-Zeit zum Beispiel, und da geht es zum Beispiel um Menschen in Polen. Also es ist nochmal so ein bisschen ein anderes Feld. Also ob das Selbstbezeichnungen sind, kann ich nicht sagen. Ich würde sagen, immer vorsichtig sein. Okay, danke schön. Ich gehe zur nächsten Frage, die wir bekommen haben, und die spielt auf eine andere Debatte an, die, glaube ich, hier in den USA gar nicht so bekannt ist. Vielleicht kannst du uns da auch kurz mit hineinnehmen und sagen, was wir da in Deutschland gerade für Diskurse haben. Und zwar wird gefragt, es wird diskutiert, ob das Wort Rasse vom Grundgesetz gestrichen werden soll. Was meinst du darüber? Ich finde es ganz spannend, weil es ist eine neue Debatte und gleichzeitig nicht. Es ist keine neue Debatte, weil schon relativ lange gefordert wird, dass der Begriff Rasse aus dem deutschen Grundgesetz getilgt wird und aber nicht einfach, dass er weg ist, ergänzungslos sozusagen, sondern dass sowas dasteht wie rassistische Diskriminierung oder so. Also dass Menschen, das ist vielleicht wichtig, es geht hier um den Artikel, also da geht es im Grunde um Antidiskriminierung, da geht es eben darum, dass Menschen nicht diskriminiert werden dürfen aufgrund sozusagen, ich glaube, da steht sowas wie ihrer Religion, ihrer Herkunft, irgendwie ihrer Rasse, ihres Geschlechts und so weiter. Und genau, und hier wird eben darauf aufmerksam gemacht, dass wenn wir den Begriff Rasse haben,
komplett kritisch, im Übrigen unkommentiert, dann können wir davon ausgehen, dass sozusagen das Gesetz davon ausgeht, dass es tatsächlich Menschenrassen gibt. Und das sollten wir in Frage stellen, unbedingt, würde ich auch so sehen. Deswegen wurde hier vor schon einiger Zeit der Vorschlag gemacht, rassistische Diskriminierung sozusagen auszutauschen. Inzwischen ist es so, dass Diskussion deutlich größer geworden ist. Es gibt auch mehrere unterschiedliche sozusagen Positionen innerhalb dieser Diskussion. Es gibt diejenigen, die eben sagen, okay, wenn wir uns internationale Rechtsprechungen anschauen, beziehungsweise Gesetze anschauen, dann kommt dieser Begriff durchaus vor, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Und es macht Sinn, sozusagen eine gewisse Vergleichbarkeit zu haben, also nicht in Anführungszeichen eine Art deutschen Extraweg zu haben. Und dann gibt es so Positionen wie, nein, wir brauchen diesen Begriff, so wie er jetzt da steht. Wir müssen anfangen, diesen Begriff kritisch zu hinterfragen und ihn aufzulösen. Und vor allem brauchen Menschen, die rassistisch diskriminiert werden, Schutz. Das bezieht sich aber sehr stark darauf, ob er jetzt sozusagen, also der Schutzaspekt bezieht sich sehr stark darauf, ob einfach nur der Begriff insgesamt getilgt wird. Und dafür wäre ich auf gar keinen Fall. Dann gibt es diejenigen, die sagen, naja, aber warum sollen wir jetzt den Begriff Rasse ändern? Weil Geschlecht ist auch eine soziale Konstruktion. Und würde ich sagen, ja, definitiv. Vielleicht machen wir einfach, beziehen wir uns einfach explizit auf die Formen von Diskriminierung. Wie wäre es damit? Also davon wäre ich persönlich der größte Fan, dass wir hier wirklich einfach auf die unterschiedlichen Formen von Diskriminierung eingehen. Ich finde es auch deshalb wichtig, weil in meiner Arbeit mit RichterInnen zum Beispiel, ich die Erfahrung gemacht habe, dass auch in der Ausbildung von RichterInnen, also in, unter anderem eben im Jurastudium, der Begriff Diskriminierung in sozusagen seiner strukturellen Realität oft gar nicht so richtig deutlich wird. Das heißt, es ist kein verpflichtender Teil, sich damit zu beschäftigen, in diesem Ausmaß, sondern juristisch bedeutet es durchaus auch in Teilen nochmal was anderes. Und ich finde, das ist wirklich wichtig, dass hier sozusagen klar wird, was ist eigentlich konkret eine Diskriminierung. Und wir haben hier Merkmale genannt, aber das bedeutet auch immer wieder, dass wir bestimmte Merkmale, die unter die bestimmten Formen von Diskriminierung fallen, nicht nennen. Und ich glaube, da macht es Sinn, tatsächlich die Form von Diskriminierung zu benennen. Das, so fände ich es am besten, weil tatsächlich, was ich sehr stark wahrnehme, ist ja klar, also vieles davon sind Konstruktionen. Gerade auch, wenn ich jetzt zum Beispiel an Religion denke, dass Leute, die antimuslimischen Rassismus erfahren, nicht tatsächlich auch religiös sein müssen. Das heißt, genau. Dankeschön für deine Einordnung und auch für die Verbindung zu den anderen Diskursen, die wir haben. Spannend. Mhm. Die nächste Frage geht wieder um Begriffe. Also ja, Schritt 1 ist, wir müssen irgendwie wissen, wie wir drüber reden können, und dann geht's weiter. Und zwar schreibt Laura, ich habe mich gefragt, ob es eine allumfassende Formulierung gibt, wenn man beispielsweise über Migrationsnarrative sprechen möchte von Menschen, die in Deutschland geboren sind, aber einen familiären Migrationshintergrund haben und dabei neben BIPOCs auch zum Beispiel polnische Narrative einschließen möchte. Hast du da Sprache für uns? Ich glaube, dann würde ich am ehesten Migrationsgeschichte nehmen. Aber ich finde, hier ist ja genau der Punkt, den ich vorhin gemacht habe, auch so ein bisschen aufgegriffen worden. Hier werden ja polnische Menschen mitgedacht. Also wenn es tatsächlich darum geht, die Geschichte einer Migration nachzuzeichnen, klar können wir dann den Begriff Migrationsgeschichte nehmen. Ich glaube, mein Einwand ging ja eher in die Richtung zu sagen, dass oftmals der Begriff verwendet wird, obwohl es gar nicht um Migrationsgeschichte geht, sondern da geht es um was anderes eigentlich. Wenn wir also tatsächlich über die Geschichte von Migration innerhalb einer Familie sprechen wollen, klar, dann warum nicht Migrationsgeschichte? Cool, danke schön. Und dann noch eine Frage von Shubangi. Wenn man mit Studierenden eine virtuelle koloniale Stadtrundfahrt von einer Stadt in Deutschland machen möchte, welche Ressourcen gibt es? Ich glaube, nicht so super viele aktuell. Was es aber gibt, ist, ich weiß, von Berlin zum Beispiel gibt es zum sogenannten afrikanischen Viertel Internetseiten, in denen auch Audiobeiträge hinterlegt sind. Das heißt, zu den einzelnen Stationen gibt es dann die Möglichkeit, sich die Audiobeiträge anzuhören, die im Grunde funktionieren wie ein Stadtrundgang. Okay, cool. Hast du sonst noch irgendwelche Punkte in Deutschland, wo man irgendwie Kolonialgeschichte geografisch festmachen kann, die du Deutschlehrkräften vielleicht schon mal als Hint, da könntet ihr, wenn ihr selber was entwickeln wollt, schauen? Hamburg natürlich, also ganz klar, Hamburg, Bremen auch.
In vielen Städten gibt es sogenannte afrikanische Viertel. Also es gibt in Deutschland insgesamt mehr als 30. Dann gibt es natürlich Straßen, die nach ehemaligen Kolonialisten benannt sind beispielsweise. Es gibt Straßen, die teilweise auch schon umbenannt worden sind. Also in Berlin zum Beispiel ist es das Meyer-Jim-Ufer, die Lucy-Lameck-Straße zum Beispiel ja auch. Also um hier zwei zu nennen, die Herero, ich glaube Herero-Straße ist es, meine ich, in München. Also es gibt ein paar Straßen, die schon umbenannt sind. Und dann, was ich immer wieder hilfreich finde als Ressource, sind die unterschiedlichen Postkolonialseiten. Also es gibt eine Berlin-Postkolonialseite, Freiburg-Postkolonial zum Beispiel. Da gibt es ein paar von, mit Blick auf die unterschiedlichen Städte. Genau, und da finde ich, sind immer schön auch so Sachen nochmal zusammengetragen. Die finde ich eigentlich immer ganz hilfreich, um das zu recherchieren. Aber ich muss sagen, also wirklich in vielen deutschen und gerade auch größeren deutschen Städten gibt es in der Regel Bezüge zur Kolonialzeit. Okay, danke schön für diese Idee und auch für die Frage. Wenn es weitere Fragen aus dem Publikum gibt, bitte nutzt die Q&A-Box, dann ist es für mich am leichtesten, die zu sehen. Wir haben noch ein paar Minuten, also wenn ihr eine Frage habt, ist jetzt der Moment. Susan, Katja, habt ihr noch Gedanken oder noch eine Frage, für die es noch keinen Raum gab oder die euch jetzt noch gekommen ist? Also ich hätte eine Frage, die ein bisschen weggeht, vielleicht zu weit, weiß ich nicht, aber weil du Spezialistin auch bist, Joseph, in Gender Studies, habe ich das richtig gesagt? Ist das ungefähr? Ja, also bei uns hat sich an der Schule das Thema in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahren, würde ich sagen, verschärft. Wie benutzt, welche Pronomen benutzt man im Deutschen, wenn man im Englischen they benutzt? Ich hatte befürchtet, dass du das fragen würdest. Also die meisten Leute, die ich kenne, sind sehr neidisch auf die Option, they, them zu benutzen, ehrlich gesagt. Ganz unterschiedlich. Also viele Leute benutzen gar keine, oder was heißt viele, aber es benutzen Leute gar keine Pronomen zum Beispiel. Dann ist es, wenn ich jetzt an eine E-Mail denke, ist es dann sowas wie guten Tag, Josefina Prakuk zum Beispiel, oder hallo oder hi oder schönen Nachmittag oder was Leuten halt so einfällt. Also gar keine Pronomen ist eine Option. Manche Leute benutzen sie und er zum Beispiel und sagen, ich benutze alle Pronomen. Es gibt die Variante, dass, das habe ich auch schon bei Leuten gesehen, dass sie eine Mischung aus sie, er machen, dann ist dann sie zum Beispiel. Das ist eine Variante. Einige Leute sagen, naja, wenn unsere Pronomen so ätzend sind, dann nehme ich einfach Glitzersternchen. Auch okay. Also es gibt echt viele Varianten und ich muss sagen, ich finde eigentlich schön, wenn Leute so sehr kreativ damit werden. Ich mir denke, ja, warum eigentlich nicht? Also, aber wir haben kein tatsächliches Äquivalent zu they, them. Ja, ja. Dankeschön. Bitte. Sorry, ich wollte nur noch sagen, es ist einfach interessant auch, dass im Deutschen, dass man dann auch die Diskussion hat, dass sie sowohl she als auch they heißt, dass also die Frauen im Plural irgendwie die Oberhand haben. Komisch. Ja. Also es ist einfach so interessant, wie Sprachen unterschiedlich damit umgehen und wie es in jeder Sprache ein anderes Problem gibt zu diesem Thema. Voll. Und eine andere Lösung. Voll. Ja, finde ich auch spannend und für Lernende erst recht, erstmal da hineinzufinden in unsere Sprache. Oder auch das im Deutschen, das generische Maskulinum verwendet wird und dass, wenn ich gendern möchte, dass das bedeutet, ich benutze ein Sternchen und hänge noch ein Innen ran oder mache nicht Teilnehmer, sondern TeilnehmerInnen oder Teilnehmende. Also es gibt da ganz viele sehr unterschiedliche Varianten. Okay, es gibt noch einen Kommentar zu diesem Gender-Thema, bevor wir das abschließen. Und dann habe ich noch eine letzte Frage. Und dann, let's wrap it up dann. Ich habe gesehen, dass Hengame Iago Bifara, Entschuldigung, falls die Aussprache nicht ganz to the point war, die sich zum Beispiel mit they, them identifiziert in Artikeln, in der es über sie in der dritten Person geht, einfach mit ihrem Namen beschrieben wird und nicht mit Pronomen. Genau, total. Das ist auch gängig, auf jeden Fall. Nette Ergänzung, dankeschön dafür. Und dann Abschlussfrage nochmal, dein Rat, bitte Josi. Josi hatte auch erwähnt, dass beispielsweise eine deutsche Professorin Black Studies initiieren wollte und es aufgrund dessen, Fragezeichen, Kritik gab.
Worauf sollte man als weiße Person achten, wenn man in einem hauptsächlich weißen Kontext, zum Beispiel Kurs, Schule, Projekte zur kritischen Auseinandersetzung mit Rassismus starten möchte? Es hängt immer so ein bisschen davon auch ab, mit wem bin ich umgeben und wer ist meine Zielgruppe. Ich glaube, deswegen ist die Frage ziemlich groß. Aber ich würde die Frage mal beziehen auf den Ausgangspunkt sozusagen, nämlich diese Black Studies-Geschichte. Ich glaube, Teil des Problems ist sozusagen, dass wenn wir uns mit Rassismus beschäftigen und auch wenn weiße Menschen sich mit Rassismus beschäftigen, insgesamt, dass es sehr schnell sozusagen darum geht, wir sprechen ausschließlich über die Benachteiligung von BIPOC. Und ich glaube, ja, das macht Sinn, klar, wir müssen verstehen, wie Rassismus benachteiligt, aber gleichzeitig müssen wir auch immer wieder in den Blick nehmen, sozusagen, welche Privilegien erfahren wir deshalb, also erfahren weiße Menschen deshalb. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass hier das ja auch eine Frage nach Macht ist. Also wer bekommt überhaupt eine Professur? Wer hat überhaupt die Möglichkeit, sozusagen sich dafür einzusetzen, dass sowas stattfinden kann? Wer bekommt auch gleichzeitig Gehör dafür, dass sowas stattfinden kann? Also es gibt durchaus schwarze ProfessorInnen, aber die eben auch viel irgendwie Kritik geerntet haben, für die es auch nicht immer einfach ist, sozusagen im Rahmen ihrer Professur auch rassismuskritisch tätig zu sein. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, auf das hier eingegangen werden sollte. Jetzt ist meine Familie da, das habt ihr auch schon gesagt. Ja, das war auch schon die letzte Frage. Vielen Dank, Josi. Gerne. Du bist ja in Deutschland, bei euch ist schon Abend. Danke. Ja, ich möchte mich bedanken für das Interview, für eure Fragen, für auch alle Lehrkräfte, die Fragen im Vorfeld und auch jetzt live eingereicht haben und für die Antworten. Das ist ein Thema, an dem wir weiter reflektieren, lernen, arbeiten auch und auch kämpfen ein Stück weit müssen. Und ich freue mich auf unsere Veröffentlichung, wo ihr weiterführende Links habt und hoffe sehr, dass ihr Anregungen mitnehmt und gute Wege findet, im Unterricht mit euren SchülerInnen und an der Uni mit euren Studierenden das Thema zu bearbeiten und dass wir hier einen kleinen Beitrag geleistet haben, dass Deutschunterricht in den USA diverser wird. Und ich möchte auch noch einladen zu einer Follow-up-Veranstaltung. Und zwar werden wir am 24. September einen Zoom-Call haben, wo ich sehr gerne Lehrkräfte einladen möchte, sich auszutauschen über das Thema Rassismus, wenn ihr Unterrichtsideen habt, die ihr teilen oder auch einfach so erstmal durchsprechen wollt mit anderen Lehrkräften. Kommt da vorbei, wenn ihr coole Materialien gefunden habt, wo ihr drüber berichten wollt, kommt vorbei. Und das wird auch der erste Ort sein, wo ich das Material präsentiere und nochmal euer Feedback haben möchte. Also registriert euch und ich freue mich, wenn wir uns dann live da auf Zoom wiedersehen. Herzlichen Dank und ein schönes Wochenende. Dankeschön. Dankeschön. Danke, Josi. Tschüss. Gutes Wochenende, schönen Tag euch noch. Danke, gleichfalls.